Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, nämlich Animal Crossing Pocket Camp. Und da freue ich mich persönlich richtig, richtig drauf. Das kam nämlich vor ein paar Tagen raus und bin jetzt wirklich sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Bevor wir anfangen, gibt es noch ein paar Infos wie immer von mir zu dem Spiel. Und da es natürlich auch mal wieder eine Zusatzdatei gab, die heruntergeladen werden musste und ich immer noch kein Internet habe, hat das Ewigkeiten gedauert, sodass ich jetzt auch wieder nicht mehr alleine bin und der Kivo neben mir sitzt. Yay, hallo. Und gezwungen wird, hier mitzuspielen. Ich hoffe, du freust dich auch ein bisschen. Ich freue mich und ich bin auch ein Riesenfan von Ladebalken, von daher. Ja, aber ich bin zuversichtlich, dass das geil wird, denn bei South Park Phone Destroyer ist es ein ziemlich eskalierendes, geiles Let's Play geworden. Ja, ich habe immer noch den Ohrwurm. Genau, okay, so, genug drumherum gelabert. Also, entwickelt wurde das Spiel von, Nintendo, genau so. Freigegeben ist es ab 0 Jahren und ist jetzt wirklich erst vor ein paar Tagen, Ende November, erschienen. Im Store kostenlos erhältlich, aber deklariert, dass es mal wieder irgendwie In-App-Bezahlfunktionen geben soll, die sich da belaufen von 1,09 € bis 43,99 €. Und im Download ist die App ungefähr 54 MB groß, aber ich hatte das jetzt, dass es irgendwie noch mal ein paar 80 MB zusätzlich runterladen wollte. Das haben wir gemacht, hat bei mir Ewigkeiten gedauert und was haben wir hier? Ja, ja, okay, brauchen wir alles nicht. So, ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nie Animal Crossing gespielt und bin deswegen richtig gespannt drauf, weil das bis jetzt immer so ein Format war, wo ich persönlich ja gesagt habe, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, irgendwie da wirklich 40, 50 Euro auszugeben. Ich habe das bis jetzt nie geschafft irgendwie für die Plattform. Hast du irgendwie mal einen Teil gespielt davon? Nein, ich habe bei meinen Nichten mal zugeschaut und okay. Es hat halt einfach diese kindliche Optik und von daher... Ja, da das finde ich persönlich sehr geil. Ja, aber ich war da dann auch irgendwann raus gewesen. Ja, okay. Ich kenne halt nur irgendwie so einen Farming-Teil, wo du echt auf so einer Farm bist. Und ja, es war halt immer für mich was, wo ich gesagt habe, das hat mich jetzt nicht unbedingt gereizt, wirklich 40 bis 50 Euro dafür auszugeben. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir das jetzt hier uns einmal angucken können. So, genau, nach dem Ladebildschirm. Und einem Hund. Hallo, Hund. Was ist das? Okay, das ist mega verstörend. Was hat das für eine Stimme? Ja, das ist alienisch. KK, was? Wo zöge es dich denn hin? Ein Urlaubsort? Das ist ja kein Ort wirklich, den er uns nennt. Zurück zur Natur, einfach ganz weit weg. Egal, ich will nur relaxen. Du, Givo guckt genauso verwirrt wie ich gerade. Ich möchte ganz weit weg von ihm. Ja, aber ich glaube, die Antwortmöglichkeit gibt es leider nicht. Einfach ganz weit weg. Was weißt du von unserem Leben? Dann wird es dir hier gefallen. Ich weiß gerade noch nicht. Okay, der droht uns jetzt. Wir treffen uns garantiert wieder. Irgendwann, irgendwo. Hallo? Okay. Kann auf jeden Fall besser spielen als Rädern. Es ist verstörend. Entschuldigung, dass ich jetzt nicht übersetzt habe oder vorgelesen habe. Übersetzt, genau. Ich vorgelesen habe, was dieser Hund erzählt hat. So, okay, Charaktererstellung. Du kannst jetzt deinen Charakter erstellen. Keine Sorge. Mit Ausnahme des Grundtyps deines Charakters kannst du ihn jederzeit komplett verändern. Okay. Was machen wir denn? Wobei, der guckt ja auch so lalalala. Junge oder ein Mädchen? Ich bin fast für ein Mädchen. Was sollen wir machen? Also bei South Park hatten wir schon einen Jungen. Was aber mit femininen Zügen. Was aber auch echt nur durch Zufall irgendwie. Ich muss gerade mal ein bisschen leiser machen. So. Nimm. Ich weiß zumindest, Animal Crossing, es ist so dieses kindlich Süße, was ich persönlich so mega cool finde. So, was wäre denn, was haben wir denn? Ich bin fast für ein Mädchen. Oh, guck dir die Augen an. Kopfhörer versteckt in den Haaren. Dein Kopfhörer. Das ist die Schleichwerbung für Beats. Und
Aber irgendwie sehen die fast. Oh Gott. Okay, ich glaube, wir machen wirklich einen weiblichen Charakter. Wobei dieser, so guckst du, wenn du diesem Hund lang genug zugehört hast. Das ist so dieser Psychoblick. Also Kivo, du kannst jederzeit dazwischen greifen auf das Telefon und sagen, halt, stopp, so, das bleibt jetzt. Aber die Augen haben wir gar nicht an. Also ich finde, die finde ich doch schon mal sehr geil. Okay, was kriegt es Ist es denn? nicht ein süßer Psycho? Oh, wir können es rumdrehen. Trink euch Liebe. Ich bin ein liebes Mädchen. Oha, das ist so ein Topfschnitt mit oben. Das ist die Minnie Merkel. Kommt da vielleicht noch die Position der Hände mitbestimmen? Ich glaube, wir haben eine Angela. Ich bin fast für. Nein, das ist. Also, ich bin fast für eine Ja, Angela Merkel. finde ich super. Kann man ja später noch ändern, ne? Ja, ich glaube, wir machen eine Angela. Die braucht eh ein bisschen. Wobei, das sieht auch echt hart aus. Das sieht so angeklatscht aus. Ja, ich brauche mal Urlaub. So. Das sieht aus wie ein Junge. Dieser Blick ist echt Psycho. Okay, also ich glaube, wir machen eine Angela Merkel. Mini Nichts gegen Angie. Sie macht das toll. Sie macht auch. Aber es ist einfach. Es ist Angie Junior. Was haben wir jetzt? Blaue Haare? Oh. Oh, wir können. Na, okay. Oh. Psycho! Psycho-Angie. Okay, was machen wir? Hautfarbe. Ja, Jetzt ist jetzt ist nicht mehr Angie. Okay. Okay, sag mir, Kivo, was für eine Haarfarbe? mach doch mal weiß. Weil. Die Oh, nee, das ist auch schon wieder. Nee, also wenn wir wirklich Angie machen wollen, Ja, dann ja. brauchen wir halt so ein, ich glaube schon ein Braun. Dann würde ich echt zu dem hier tendieren, ne? Sehr, sehr schön. Was nehmen wir denn für eine Augenfarbe? Was Neutrales. Boah. Also ich glaube, ich würde dann echt bei Schwarz Ja. bleiben, ne? Okay, gut. Hautfarbe haben wir auch. Ich würde sagen, fortfahren. Gefällt dir denn aussehen? Ja, es ist perfekt. Ja! Vor allem die Klamotte passt auch irgendwie. Oh Gott. Ich möchte es benennen. Hallo. Angie macht Urlaub. So sieht das aus. Aber ich habe gedacht, die geht da mal Skifahren. Langlauf. Die kann nicht immer nur Skilang. Macht Ja. sie Skilanglauf? Ja. Okay. Also ich habe sie nie live gesehen, aber man munkelt das. So. Hallo? Wäre mal besser. Ja, okay, Steuerung. Du möchtest irgendwo hinlaufen? Ja, zwangsläufig. Ich kann ja da nicht ewig am Bus stehen bleiben, sonst wird es halt problematisch. Hunger, Klo und so eine Sache, ne? Wenn du deinen Finger bei dem Bildschirm ziehst, folgt ihm dein Charakter. Wenn dir etwas oder jemand ins Auge fällt, tipp's einfach an. Das probiere ich morgen auch in der S-Bahn morgen früh. Wenn Oh, ist mir was ins Auge gefallen. mir. Entschuldigung, bitte, warum fassen Sie das an? Mir gefällt's. So, es gibt eine Menge zu entdecken. Okay. Wenn du Fragen hast, kannst du auch jederzeit im Reiseführer nachschauen. Mich würde erstmal als erste Frage interessieren, wo sind wir? So, okay, Kivo, sag mir, was tun wir? Ey, guck doch an, wie sie läuft. Die Arme so breit. Wir Hui, ich kann verändern die fliegen. Welt. Hui. Oh. Oh. Rede mit Melinda. Tipp sie einfach an, um sie anzusprechen. Ich möchte jetzt erstmal eine Runde fliegen. Guck mal, das sieht aus, als würde ich. Guck mal, Ich hätte auch die Arme, nicht die Arme, die Augen so weit aufgerissen, also. Hui. Okay, das ist bestimmt Melinda. Melinda ist ein Tier, oder? Ah, willkommen. Du bist sicher die neue Zeltplatzmanager. Ja, das macht Angie vielleicht noch nebenberuflich. Die wir erwarten. Wie war die Anreise? Manager? Was? Keine falsche Bescheidenheit, du wurdest uns wärmstens empfohlen. Ich guck dir die Augen an, das ist auch so ein Psychotier. Allerdings wurde alles nur per Telefon abgeklärt. Wie schreibt man denn deinen Namen? Ha! So, Namen, bitte beachte, dass andere Spieler Namen und Aussehen deines Charakters sehen können. Gib deinen Spielernamen ein. Okay, Angie. Wird wahrscheinlich schon weg sein. Angie oder Ja. Angela? Sag mal.
Angie Merck? Nein, sag mal, Kivo, sag etwas. Mini Angie. Mini Angie? Nein, das ist doof. Mini Angie. Nemo. Was? Nemo? Nein. Angela. Wir nennen sie einfach Angela. So. Angie. Ja, ich bin. Ja, jetzt können wir uns entscheiden. Nennen wir sie wirklich Angela? Ich finde es verstörend, wie sie auch ist. Ja, passt schon. Vollkommen richtig. Super, Angela, willkommen auf dem Zeltplatz deiner Träume. Okay, sie kennt Angelas Träume. Ich heiße übrigens Melinda und freue mich riesig, dir alles erklären und zeigen zu dürfen. Als Managerin bist du mit der Leitung des Platzes betraut und kannst hier alles beliebig einrichten. Ach, schön. Okay. So, der Spielraum reicht dabei vom Aufstellen von Möbeln bis hin zum Errichten großer Zeltplatzobjekte. Außerdem fungierst du als Gastgeber und kannst nach Herzenslust Einladungen aussprechen. So, da kommt der Wurvereit nämlich zu Besuch. Auf die Reaktion hatte ich gehofft. Für Gäste muss der Zeltplatz aber noch hergerichtet werden. Ja, kommt drauf an, wen ich einladen will, ne? Wenn ich da diesen komischen Psychohund von gerade eben, ich weiß ja nicht, was man dem anbieten könnte, ne? Und ich benötige noch ein paar Informationen. Beschreibe mir bitte, wie du dir den Zeltplatz deiner Träume vorstellst. Und zwar in einem Wort. Wie stellst du dir den Zeltplatz deiner Träume vor? Also, bei natürlich habe ich sehr viel Angst, was da abgehen könnte. Natürlich, natürliche Zeltplätze, dann schläfst du bestimmt auf Stroh, es gibt keine Toiletten, putzig, da hast du bestimmt ganz viele Hasen, Kaninchen, Tiere. Ja, auch ganz nett. Sportlich, da musst du wahrscheinlich ganz lange rennen, bis du irgendwas erreicht hast und cool, kalt, keine Decken, ich habe keine Ahnung. Was wählen wir denn aus? Also ich würde zu cool tendieren. Einfach, weil man vielleicht irgendwie so fancy Krams dazu bekommt. Oh, ich habe Angst. Ja, okay. Ja, Zeltplatz mit Stil. Cool. Okay. Hinweis. Unabhängig vom von dir gewählten Zeltplatzstil ist es möglich, alle Items in diesem Spiel zu sammeln. Diesem Camper gefällt dieser Stil. Apollo. Ja, du wolltest cool haben, jetzt nehmen wir das einfach. Yeah. Verstanden. Ach, ich kann gar nicht erwarten, den fertigen Zeltplatz zu präsentieren. Ich könnte dich eigentlich schon in die gestalterischen Maßnahmen mit einbeziehen. Ginge das? Die Einrichtung soll komplett erneuert werden. Leider gehen mir die Materialien aus. Fahr doch mit dem neuen Wohnmobil zum Windwäldchen und sieh nach, ob jemand Hilfe braucht. So ertauscht man sich hier im ländlichen Raum nämlich Material zum Bauen und Basteln. Viel Erfolg. So, okay, das tun wir. So, okay, nein, wir gucken erst auf die Landkarte. Guck ihr Gesicht an. Oh. Genauso sieht sie aus, wenn sie etwas zum, weiß ich nicht, Weltklimagipfel und was weiß der Geil. Vor allem, wie sie mit dem Fuß da. Ja, okay. Windwäldchen. In diesem Wald gibt's nichts zu meckern. Vielleicht findest du ja was. Probier's aus. Muhaha hätte da stehen müssen. So, Wünsche. Wünsche heißt, wir sollen Apfel mitbringen oder ja, fahren wir los. Ladevorgang. Insekten fangen. Beim Insektenfangen zählt das Timing.